Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Limbo. Es geht direkt weiter. Aber wir sind hier, glaube ich, nicht im richtigen Kapitel, oder? Dann gehen wir mal hier hin. Genau, da haben wir nämlich, glaube ich... Ah, das ist sogar das Richtige. Ich meine, ich wäre schon hier gewesen. Mit dem brennenden Reifen. Genau. Ja, dann speichert das immer irgendwo ab. Und nicht genau da, wo man aufhört. Na, was soll's. Da können wir rüberspringen. Und jetzt geht's den Menschen an den Kragen. Wie ich schon im letzten Part gesagt habe, die bekommen jetzt eine Schelle, die sich gewaschen hat. Und wie gefällt euch so das Spiel? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wie ich sehe, sind die Menschen echt nicht so gut auf andere Menschen zu sprechen. Bauen hier Fallen. Wie man sieht, hat der eine hier schon eine schöne Bärenfalle gemacht. Die wird auf beiden Seiten zuschnappen. Aber wann wird's hier losgehen? Ach, verdammt! Hätte ich noch ein bisschen schneller laufen müssen. Ey, dass sie mich da immer noch erwischt, ne? Ich muss da ganz schnell durchlaufen. Okay, krass. Wie komme ich da lang? Erwischt mich trotzdem noch. Ist jetzt hier irgendein Trick bei? Ja, hier erwischt sie mich dann da. Muss ich ein bisschen alles austricksen, ne? Ja, genau so. So, jetzt muss ich das Seil nehmen, weil da drüben sind nur Bären fallen. Achso, einfach das Seil wird weggezogen. Oh Gott, was mache ich denn da? Heute ist nicht mein Tag. Ist absolut nicht mein Tag. So, aber jetzt. Der Lauch hat Angst, zieht's rein. Ich bin ein kleiner Junge, Mann, das sind erwachsene Menschen. Wovor haben die Angst eigentlich? Ich verstehe es nicht. Oh nein. Tja, das geschieht dir recht. Ach, das kann man schieben, ich Idiot. Oh, ich hasse diese Schwimme. Warum müssen das Spinnen sein? Könnte das nicht was anderes sein? Ah, ich glaube, hier braucht man die Spinne. Daran erinnere ich mich noch. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Und immerhin nimmt sie mich mit hoch. Eine sehr nette Spinne. Ein beängstigendes Vieh, ja. So, dann komm. Spider-Schwein. Nice. Das Vieh kommt immer näher. Wow! Puh. Oh nein. Ah, ich hab's gewusst. Aha. Scheiß Vieh.
So. Eine erschreckende Welt. Irgendwie ein Sturm? Oder ist der schon immer da? Der fällt mir nur gerade auf. Also langsam könnte mal wieder was kommen. Ah. Oh, oh, oh. Was war das? Oh Gott. Aber viel, ey. Ach so. Ich dachte, ich schieß jetzt das Bein in die Erde. Aber nein. Erwischt mich. Mit was hat das mich jetzt gekillt? Ich habe doch nur einen kleinen Schlag abbekommen. Tja, das war ja das Schwein. Was muss ich jetzt daran machen? Mal drauf rumhüpfen. Wir müssen ja irgendwie das Bein abkriegen, oder? Machen wir einfach mal so. Hä? Ich das Bein ab zur Hölle. Irgendwie müssen wir das nutzen. Wir kommen ja sonst nicht rüber. Ah. Bestimmt eine sehr glückliche Spinne. Ich würde das Ding niemals anfassen. Da würde ich lieber die Stacheln sprengen. Ganz ehrlich. Muss das ekelhaft sein. Delicious. Aber er hat bestimmt seinen Spaß da oben. Laufen wir mal hier hoch. Ging's da auch lang da hinten? Schauen wir erstmal da hinten. Oder ich sterbe. Auch kein Ding. Mal gucken, was es da gibt. Aber ich glaube, da kommt man gar nicht hoch. Viel zu hoch. Nee. Wir müssen die Leiter hoch. Das ist schon der richtige Weg gewesen. Ja. Verjagen wir mal den kleinen Raben. Ah, wahrscheinlich da. Ja. Mich auch gerade überfragt. Was war das? Strange. Ah, vielleicht müssen wir da irgendwie hochklettern an den Kisten. Aber das, guck mal, das sieht ganz instabil aus. So. Aber die brauchen wir auch, dann können wir nämlich jetzt da hinten hoch. Genau. Und weiter geht's. Was ist das? Alter, wie grausam das ist. Wir müssen einfach auf irgendwelche Leichen springen. Oh, wir hätten warten sollen, bis der Knecht hier ertrinkt.
Ein kleiner Junge muss auf irgendwelche Leichen springen, um durch das Wasser zu kommen. Thanks, Buddy. Lass das Kind nicht Angst haben, das wird ein Drama für immer haben, ey. Ich ahne es. Ich ahne es. Was hat er da gerade geworfen? Hat er mit Scheiße geworfen? Wir nehmen uns einfach mal so eine Leiche mit. Ich glaube nämlich, wenn ich auf dieses Seil springe, macht's BAM. Und das wollen wir ja nicht, oder? Kinders, das wollen wir nicht. Dann kicken wir das Ding jetzt hier rein. Ja, war klar. Was das war, keine Ahnung. Irgendwelche Viecher, die irgendwelche Scheißdinger. Okay. Puh, ich Glück gehabt. Mir wurden doch nur die Füße abgehakt, meine Güte. Arschbalderei. Ach so! Boah, da war der Mechanismus einfach mal andersrum. Why not? Mir kann man's ja machen. Ach, ganz ehrlich, ich bin zu alt für den Scheiß. Und jetzt mache ich dasselbe nochmal. Echt ein Retard, ey, das ist unglaublich. Raffinierte Mensch. Mir gefällt das Geräusch nicht, Leute. Okay. Wir haben Menschen Spaß. Einen mit irgendwelchen Fallen abzuknallen. Was ist denn mit mir los? Ich hab das doch eben erst gemacht. Und schon bin ich immer in so einem Gespräch und vergesse, dass ich das anders machen muss. Okay. Ja, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Anders. Die werden uns jetzt die ganze Zeit mit Fallen beschießen. Wir müssen die zu diesen Dingern hier locken. Nein, das ist schon mal weg. Jetzt ist der drin. Das sind doch die eigenen Fallen von denen. Wie schlecht sind die eigentlich? Ihre eigenen Fallen. Was erwartet uns jetzt bloß? Man weiß es nicht. Okay. Das ist ein Wagen, den können wir mal nehmen. Keine Ahnung, was der bringen mag. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Ah! Gott! Halleluja, ist das... Alter, das ist böse. Was bringt dieser Wagen zur Hölle? Da steht
doch nur im Weg kommen. Okay, krass. Alter, das ist echt eine schwere Sache hier. Bitte, 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 bitte. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Das ist mega schwer. Wenn ich bei dieser Stelle weiterkomme, ey. Irgendwas muss doch dieser Wagen auch bringen. Ach, das schaffe ich schon nicht mehr. Was bringt dieses Ding? Ich habe keine Ahnung, was dieser Wagen soll. Hier irgendwas? Und hier werden wir sterben, wenn wir da reinfallen. Das ist nicht mehr so. Lauf, Limbo, lauf! Das reicht immer nicht. Alter, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe einfach keine Ahnung. So scheiße, ey. Keine Ahnung, wenn ich das jetzt hier in dem Part nicht schaffen sollte, dann müsst ihr es unbedingt in die Kommentare schreiben, wie es hier weitergeht. Ne, es reicht immer nicht. Wenn nicht, muss ich hier offscreen mal im Internet gucken, wie es hier weitergeht. Es kann ja echt nicht sein, ne? Hier schon so am Anfang noch schon so ein schwieriges Rätsel kommen. Ich bin scheinbar zu blöd, um das zu machen. Was passiert? Da habe ich mir gedacht. Das war ja klar. Aber man muss es mal versucht haben, ne? Warte mal. Was, wenn man... Dafür ist der Wagen gut, glaube ich. Man muss dann nochmal da runter und das Seil ziehen. Ah, ich glaube, jetzt haben wir es, ja. Ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt müssten wir es wirklich haben. Ganz schnell hinterhechten. Genau. Dafür ist auch der Wagen gut. Jetzt schwingen wir uns zu dem anderen Ding. Jetzt sparen wir noch mal ein bisschen Zeit. Nice, geschafft. Ah! Er hat mich noch erwischt. Und ich war schon so optimistisch. Egal, Hauptsache wir wissen jetzt, wie es läuft. Muss ich das Ding wohl noch ein bisschen hochziehen? So. Ja, nimm Limbo.
Limbo. Mach mal schneller hier. Aber nicht den ganzen Tag hier Zeit. Mann, 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 Limbo. So. So, jetzt muss ich schnell gehen. Genau. Wir schwingen uns wieder darüber. Sagt ihr, wir schwingen uns darüber, Limbo? Nein. Der schockt mich echt, der kleine Kerl hier. Lauf. Nice, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Aber wie es in der nächsten Folge weitergeht und was das hier für ein Vieh ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Limbo. Tschaußen, Leute!